Die Stadtfeuerwehr Kapfenberg führte gemeinsam mit der Feuerwehr Bugier und der Feuerwehr Böhler eine Atemschutzübung unter realistischen Bedingungen durch. Im Keller eines Abbruchhauses in Redfeld-Winkel wurde von der Feuerwehr unter Kontrolle ein Feuer entfacht. Mehrere Personen galten zu Übungszwecken als vermisst. Übungsannahme war ein Kellerbrand in der Winkelstraße 13 in einem Abbruchhaus. Der Kellerbrand hat sich so weit ausgebreitet, dass ein Übergriff im Erdgeschoss für möglich gehalten wurde. Das komplette Stiegenhaus war verraucht. Drei verletzte Personen flüchteten ins Dachgeschoss und zwei Personen wurden im Keller vermisst. Die Übungen in allen Bereichen sind für den Ernstfall von besonderer Wichtigkeit. So eine Übung wird durchgeführt, dass man realitätsnah eine Übung machen kann. Und da sind solche Abbruchhäuser immer sehr gut herzunehmen. Wie oft kommt es in Kapfenberg bzw. Umgebung wirklich vor, dass ein Kellerbrand ist bzw. dass wirklich solche Einsätze die Feuerwehr durchführen muss? Kellerbrände haben wir so circa 5 bis 6 im Jahr zu verzeichnen.